Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is Strange. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Alles klar. Ich will dieses Fenster. Irgendwie müssen wir noch ein Foto vom Fenster machen, oder nicht? Und Schubladen. Wow, Sir. Chloe was a straight A student. She could have Alter. Gone to any college. Alter! Eins. Eins, 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 eins. Alter. What? What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund, even if it wasn't another reality. Blackwood Academy, 8. August 2011. Sehr geehrte Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor stehe ich Ihren zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderung vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus- und Schulgebäude von 1977 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswerten Zustandes nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und klagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Academy auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H. West Miskatonic Institute in Bolton als passendere und bereichernde schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventenbehinderungen und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, Sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Alles klar. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too.
Boards, nur für Skater. Tree-Flip oder Sturz. Achtung, Poser, neue antikes, Anti-Skater-Gesetze. Oh Leute, es tut mir leid, ich bin halt immer noch krank. Eieieiei. So, hier kommen wir nicht durch, also durch die Tür. This is just for Chloe's basic supplies. Ui. $8,587. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Oh. Max, alles cool, ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstille, wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Alles klar, raste halt komplett aus. Noch eine Nachricht? Nee, ne? Nee. Aber... Fenster. Ich will dieses Fensterfoto haben. Okay. They gave Chloe their giant expensive HDTV and they use her shitty tube television. Ja gut, das ist jetzt nicht so eine krasse Aufopferung, finde ich. Obwohl doch schon. Ein bisschen. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Yep, that's the same graffiti from before. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Acadia Bay, gestrandete Engel, die Suche nach den Walen. Die Küsten Acadia Bays dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu ferneren Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen und in ihr verderben. Die Walschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober, am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder, entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihre Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mysteriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Achso. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Suche nach beliebtem Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen und doch verstärken Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Acadia Bays. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-Show »Wo sind sie hin?« weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Informationen, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen können. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachelamber.org. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothek Konto 783 im Verzug sind. Derzeit ist die Summe von $12,000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig. Alter. Und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von $12,000 nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess der Zwangsvollstreckung Ihres Heimes beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Donald Klamp. Alles klar. Hey William.
Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. The price is always right. Get it? No? So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. It makes Joyce happy, too. So it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was reading about that missing girl. Rachel Amber? Oh, yes. She went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Yeah. Es wäre fast das letzte Mal gewesen, ne? No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Joyce is a food coupon boss. Okay. Ganz viele Fenster. Irgendwo muss ich doch hier ein Bild machen können. Irgendwo. Von einem Fenster. Will dieses Fensterbild. Joyce and William never had a garage sale before. Was hat sie gerade gesagt? Leute, ich war gerade ziemlich nah am Mikrofon. Joyce and William never had a garage sale before. Ah. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Kundendienst, Happy Credit Service. Sehr geehrte Mrs. Price, Mr. Price, Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und 6 Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Check oder eine Anweisung über $3,458 zahlbar an Happy Credit Card. Heilige Kacke. Zentrum für physische
Rehabilitation. Okay, DRB. Sehr geehrte Mrs. Price, aufgrund neuer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloe zu der üblichen Rate von $1,250 pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Alter. Also ich find's so abgefuckt, dass man so viel Geld dafür zahlen muss, um gesund zu sein. Das ist doch dumm. Also ganz ehrlich. Ist ja nicht nur in dem Spiel so, das ist im echten Leben ja auch so. Du musst halt so viel Geld zahlen, damit du gesund wirst, oh, und Max, Krankenausrechnungen. So nice und so weiter. Obwohl das halt ja Grundrecht so ist, gesund zu sein, oder das eigentlich so der Gedanke von jedem Menschen sein sollte, dass das an oberster Priorität steht. Look at them. They have no idea what's in their future. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Ich denke mal, ihr Dad. William is trying so hard. He's still awesome. Super Dad. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloes respiratorisches System Anzeichen rapider Schwächungen. Dies ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte, und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustands informiert sein. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen. Eieieiei. Das ist ein Ding, ey. Schmöcher. Joyce is already a supermom. Joyce used to hate smokers in the diner. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened. For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. That sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Ah, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Hat sie gerade Bill gesagt? Das heißt, er nennt sie William Bill oder was? Hä?
Oder war es ein Schreibfehler? Das sollte eigentlich Will stehen. So, what do you think is going on here with all of this eco havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce, I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Denke ich auch. Eigentlich muss ich den Part beenden, aber irgendwie würde ich gerne erstmal speichern. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Obwohl, ich werde danach eh wahrscheinlich noch ein Part aufnehmen. Also später. Dann werde ich das Spiel hier einfach nur minimieren. Würde ich mal meinen. Wir snacken uns noch kurz hier im Badezimmer die Sachen. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Huh. Here it is. Warum habe ich denn immer perfekt die richtige Tür? The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Nothing here. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Gut, Leute. Erstmal Licht wieder ausschalten. Noch schnell in Chloes Zimmer gehen und da drin. Oh. Gut, Leute. Hier würde ich sagen, beenden wir jetzt aber erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.